Hallöchen, liebe Schöpfung, hier sind wir wieder, Ihre Schöpfer. Genau, die Ingeborg und die Renate Gott. Ne, wir sind ja Gott. Sie haben uns ja auch viele Fragen wieder gestellt, ja, die wir heute alle abarbeiten. Ne? Ja, Kundenbindung ist das, nicht wahr? Also man muss da ganz mit der Zeit gehen, nicht wahr? Sie haben auch ein Recht und das üben wir halt alle 1000 Jahre mal aus. Nicht, jetzt ist es wieder soweit. Wozu braucht man Gott oder Götter? Fragt Trixan Show. Also, ohne, wenn wir mal nicht, dann würden sie sich ganz schön umgucken. Dann sehen sie nämlich mal, wie es ist. Ich meine, wozu brauchen wir Gott, sag mal, was hat die denn für eine, wir müssen doch alles, jeder Klebstoff, den sie benutzen, alles haben wir doch geschöpft. Stellen Sie sich mal vor, was das für eine, die hat bestimmt Nylon-Strumpfhosen und alles. Überlegt sich selbst wenn es ein Mann ist. Selbst wenn sie ein Mann sind. Was meinen Sie, wer die Penispumpe erfunden hat? Die Ingeborg, so sieht's doch aus. Ja, aber nicht für mich. Kann man bei euch im Himmel mal ein Schnupperpraktikum machen? Fragt The Two Makers. Ja, ja, grundsätzlich ginge das schon. Ne, wir haben nur momentan, haben wir jetzt gerade einen Praktikanten. Ja, der Cedric ist ja gerade der Praktikant, was soll man machen, nicht? Der macht jetzt ein Schnupperpraktikum und zwar haben wir den mal ans Wetter gesetzt. Gut. Ja, naja, das hat er doch nicht schlecht. Naja, also ja, wir haben einige Turbulenzen in höheren und niedrigen, aber gut, er fängt gerade an. Ja, Cedric. Ja, hier ist die Renate Gott. Du sag mal, Cedric, wie läuft's bei dir? Ist alles soweit? Hm? Was hast du vermasselt? Na, Cedric, was heißt mit dem Vulkan auf Hawaii? Du solltest doch das Wetter. Nein, das klingt nicht ähnlich, Vulkan und Wetter. Das ist was ganz. Cedric, nein, das wird auch nicht beides mit W geschrieben. Bitte, Cedric, jetzt geh mal nicht mit der Lava. Wir kommen gleich vorbei. Cedric. Ei. Ingeborg, ich glaube, wir müssen da mal. Ja, also es könnte sein, dass demnächst ein Praktikumsplatz wieder frei wird. Wie oft geht ihr denn zum Friseur? Ihr seht immer so fabulös aus, schreibt die Stella S. Ich glaube, das ist lieb, ihr Wunderstella. Das ist ja praktisch ein Kompliment für dich. Ja, man muss aber sagen, bei der Ingeborg ist dieser Friseurbesuch ist schon ein mehrtägiger Prozess. Ja. Das ist, bis das alles wieder hin zusammengebastelt ist. Und dann musst du ja auch diese lasche Haut, die dann immer so nach vorne, die musst du praktisch unter der Frisur nach hinten wegtaggen. Bis das alles wieder sitzt. Naja, wir sind ja jetzt auch schon ein paar Millionen Jahre alt. Das ist ja eine Unverschämtheit, Renat. Was heißt festgetackert? Ich habe hier ganz normale Klemmerschen im Haar und die halten das alles ganz locker fest. Wenn du das nicht festtackerst, das entgleist ja. Nein, ich habe Klemmerschen, ganz normale Klemmerschen. Nicht wahr? Was du in deiner Freizeit tackerst, das ist deine Sache. Aber mein Coiffeur hat gesagt, so, da machen wir wieder die Klemmerschen rein und da sehen wir wieder Junge aus. So hat er es gesagt, nicht? Und ich musste auch gar nichts bezahlen, nicht wahr? Der ist auch schon tot. Ja. So, nächste Frage. Was wart ihr eigentlich, bevor ihr Gott wart? Habt ihr eine Ausbildung? Fragt Kevin R. Ja, also da kann man sagen, das ist ja. Das ist ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Ohne Abitur, man braucht. Es ist wichtig, dass man einfach handwerklich begabt ist, nicht? Ja, und ich persönlich habe ja meinen Bachelor und Master im Schöpfen. Ne? Ach, das stimmt. Da Ingeborg, hat sie lange dran gefeilt, bis sie das hingekriegt hat. Ingeborg, du gehst ja mehr so ein bisschen spontan ran. Ne? Gut, ich hatte. Wir hatten dieses Aufbauseminar. Wetterpro. Das war gut. Profis. Aber mein, es hat aber nicht so viel gebracht. Nein, aber mein Workshop hier, Plagen und Heimsuchung, da habe ich aber brilliert, sage ich. Ja, das ist oft ganz hilfreich. Ja. Warum beinhaltet die Schöpfung so viele Dinge, die uns umbringen können oder giftig sind, fragt
Endocast. Naja, also es ist ja mal so, gell? Da müssen Sie doch auch mal selbst ein bisschen aufpassen, gell? Man kann doch auch nicht immer alles in sich reinstopfen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, gell? Ja, ja, und sich dann wundern. Es ist ja auch ein pädagogisches Konzept, nicht wahr? Das ist ja so wie im frühkindlichen Entwicklungsstadium. Da lassen Sie mal Ihre Kleinkinder mit Messer spielen und da sehen Sie auch ganz gleich, so geht es nicht, nicht? Das trainiert eben, dass man mal hingucken tut, nicht? So haben wir es gesagt. Das ist ein Konzept. Das ist ein vom Konzept, ja, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn Sie so eine Schlupfenklangenschlange vorne hier am Maul rumkommen, ist ja klar, dass das eine Schwellung ergibt. Aber dann hat man auch wieder mal was gelernt, nicht wahr? So. Ja, und das ist praktisch gleich eine natürliche Selektion. Die haben wir ja da praktisch mit eingebaut. Wir haben eine Überbevölkerung und das ist auch für uns ein großes Problem, nicht wahr? Auf jeder letzten Insel, wo wir was geschöpft haben, sitzen sie doch mittlerweile. Es ist alleine vom Gewicht, ne, wird die Erde immer schwerer. Also, und dann gehen Sie mal, wenn wir verreisen wollen, ne, wir haben immer Übergewicht. Ja. Was ist denn Sünde? Fragt die Abonnenten. Regel Nummer 1, du sollst nicht und dann kommt eben alles, was sie wollen, nicht? Da haben sie schon mal einen ganzen Katalog und die Kirche hält sich auch weitestgehend dran, nicht? Man soll nicht unten fummeln oder oben fummeln, je nachdem, wo es eben die geschlechtsneutralen Merkmale nicht sind oder so. Also alles, was mit einem Eisprung... Ja, das auch. Und wenn das Wildschwein im Wald die Eichel frisst, heißt es noch nicht Sexuelles. So. Stefan S. fragt, kommt meine Katze auch in den Himmel? Also Punkt 1, den wir hier klären müssten. Auch. Ja, der Stefan, wenn ich jetzt mal hier in die Akte reingehe, sieht es bei ihm ja noch nicht so rosig aus, dass er jetzt in den Himmel käme. Ne? Ja, und trotz der neuen Datenschutzverordnung, wir sind Gott, wir können in die Akte reinschauen. Wir haben alles hier. Ich habe doch alles hier auf dem Wir Bild, sehen ja. das noch, lieber Stefan. Aber für die Katze sieht es schon besser aus, gell? Da kann ich ein bisschen Entwarnung geben, die Katze. Wobei, wir haben ja hier im Himmel einen separaten Tierhimmel. Ne? Ja, ich hatte eine starke Katzenhaut. Allergie und da haben wir die ein bisschen aussortiert. Seitdem haben wir so eine Absaugvorrichtung und da haben wir doch hier wunderbar hier oben nicht. Hast du mich einmal niesen hören? Nein, nix. Und der ist sehr schön geworden. Dieser Tierhimmel ist also wirklich ein sehr schöner Himmel. Mit diesem Flocati für die Kätzchen so und die Muschi und Pussy sind auch drin jetzt. Die sind auch drin, gell? Die waren süß. Ne? Ja, ja, und wir haben dann auch noch den Fischhimmel. Ne? Das muss man auch noch erwähnen für jetzt Personen mit Fischen. Ja, wir mussten das mit Flüssigkeit machen. Es ging nicht mehr. Trockenfisch, ja, das ist gar nicht mehr zeitgemäß. Nee, das hat man ja heute gar nicht mehr, gell? Und der Fischhimmel ist auch ganz schön. Er stinkt nur ein bisschen nach Fisch. Gut, es liegt so in der Natur der Sache. So. Aber man muss es auch mal benennen. Ne? Man muss diese auch mal benennen. Der Fischhimmel, nicht zu verwechseln übrigens mit dem finnischen Himmel, der ist mit Sauna. Warum werden widerliche reiche Männer, denen vor ihrer Geburt ins Gehirn gebindelt wurde, Präsident und dürfen so viel Scheiße anstellen, während ihr zuseht, wie Unmengen an Menschen auf der anderen Seite der Erde auf grausame Art leiden, fragt Marie Trimer 21. Sie haben ja in der Zeit, wo Sie die Frage geschrieben haben, hätten Sie schon eine Partei vergründen können und wären selber Präsident. Als Frau im könnten Sie auch kein Minzern pinkeln, weil Sie ja im Sitzen, das ist ja zu hoch, nicht? Ey, aber es ist doch klar, wenn man zwei zur Wahl hat, dem einen wurde ins Hirn gepinkelt, dem anderen nicht, dann nehme ich doch nicht den. Ich glaube, Sie müssen es jetzt verstanden haben. Sie müssen den anderen. Den anderen wählen oder die. Wie lange bleibt Angela Merkel noch Kanzlerin, fragt Japanese Magician. Also Angela Merkel, was hat man da jetzt? Ich glaube, man hat 23 plus 5. Du hast es mal ausgerechnet, ich weiß es gar nicht. Ja, also wir hatten so ein Haltbarkeitsdatum. Das hat sie als Tätowation hier rechts, falls Sie sie mal in der wenn Sauna da, sind. Da gucken Sie noch mal nachschauen. Nach. Das nächste ist so ein Barcode, können Sie einscannen und da sind Sie direkt, wann die abläuft. Nicht? Wie ist Ihr Anstellungsverhältnis und wie viel Zeit bleibt für das Privatleben, fragt Pavel M. Ja, also das ist
schon ein Fulltime-Job. Ja. Ne, das muss man sagen. Sie können ja quasi, wenn Sie das nicht 100%, dann ist es nur noch 90. 25, so wie 25, Sie sagen. 25, 9 to 7. Ja. Wir haben eine Stunde mehr und dadurch haben wir noch weniger Zeit. Ja, und die wird uns aber als Pause wieder abgezogen. Ja, es bleibt so plus minus nichts übrig. Nicht? Sie müssen es von Anfang an bis zum Ende machen, sonst... Ja, weil wenn du diese Erde einmal geschöpft hast, du hast sie ja auch am Bein. Na, was willst du denn machen? Wir hatten schon mal, es gab eine gewisse Krise. Du hast schon mal inseriert. Du diesen Burnout. Gell? Und dann habe ich gesagt, komm, es hat doch keinen Sinn. Wir inserieren jetzt mal das Ding, gell? Günstig abzugeben. Aber Erde guter Zustand, haben wir gesagt. Mit in sehr gutem Zustand, aber das hat uns ja auch keiner geglaubt. Nee. Das hat uns keiner abgekauft. Das war dadurch, dass wir Menschen hatten. Ja, das war das Problem. Die haben dann gleich gesehen, oh, die haben Menschen. Das ist wie eine Schadsoftware bei einem Dieselfahrzeug. Die sind auch nicht mehr, die werden sie auch nicht mehr los. So ist es. Mit diesen Menschen sind unsere Schadsoftware mit den Dieseldings. Das ist es. So. Liebe Schöpfung, wenn Sie gerne im Lotto gewinnen möchten, klicken Sie bitte jetzt auf Daumen hoch und abonnieren Sie diesen Kanal. Ja, das hat zwar nichts miteinander zu tun, aber wenn man nur ganz fest dran glaubt, ne, jo, vielleicht hilft das ja, gell?